Zockermorde. So, ich mache jetzt fortfahren. Jetzt kommt die große Überraschung, ob der da gespeichert hat, wo ich ausgeloggt habe. Man weiß es nicht. Nein, hat er nicht. Leute, hat er nicht. Geh und räche dich an dem Deutschen. Das heißt, wir werden jetzt im Livestream hier nochmal nacharbeiten. Das ist ja mal richtig assi, Alter. Das ist so richtig scheiße assi. Das heißt, hier mal eine kleine Zwischenrunde zu machen. Worauf wartest du, Soldat? Feiert den Ausloggen. Für König. Ja, habe ich, genau, habe ich eingestellt. Ich wollte mal gucken, wie das ist. Häuser, wo wir hier so sind. Einfach Spaß! Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Du hast. Genau, es gibt ein Autosave. Da war anscheinend jetzt das letzte Mal hier. Und. Dann gibt es einen Trank. Hey Hans, siehst du schon? Ein alkoholisches Tränk, was du nutzen kannst zum. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Ist, wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Finde ich nicht gut. Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Bischek, du Kacklappen. Mit diesem Deutschling Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Ich übersetze mal, er will rumschwuchteln. Arschloch, das wirst du mir büßen. Ja, das ist sowas von ätzend. Zum Glück ist es nicht so weit. Aber können wir nochmal einen kleinen Kampf sehen? Ich schlachte dich ab. Boah, mal, hast du sehen? Kann ich jetzt das hier auch machen? Ja. Oh, hol die rum hier. Zack, kriegst du den Nacken. Oh, wie er ihn aufmischt. Zack, Alter. Wir haben zusammen auf ihn raufgehen. Wir sind so Nazis. Kann ich dich auf den Boden schlagen? Ja. Hallo, Mehmet, oh. Was tut ihr da? Ach nee, ich muss ja den hauen. Oh, der Büttel. Laufen wir mal hinterher, mal gucken. Manchmal musst du rasch zu einem bestimmten Wegpunkt, wenn du Heinrich bereits in diesem Ort warst, ist das nicht so. Oh, haben wir es geschafft. Okay, wir brauchen nur hier runterrennen. Angenehm. So, ich habe euch gesehen. Aber glaube ich nicht. Oh, mein Hemd ist im Eimer. Guck an. Haben wir denn jetzt hier auch unser. Das war natürlich richtig ärgerlich. Kräuterkunde haben wir. Blumenkind. So, wir haben aber Charisma nur 4. Das heißt, ich muss noch was sammeln. Triff dich mit Jungs bei Kunisch. Nö. Das heißt, wir müssen nochmal das Bier holen. Ja, so muss das. So muss das, David. So, mal ein bisschen Blumen pflücken. Gucken, ob das schon reicht. Nee. Warte, was habe ich denn hier für Blumen drinne? Ich habe ja ein paar drinne hier. Kamille. Vielleicht brauche ich ein paar Ringelblumen oder so. Warte mal, hier waren noch irgendwo welche. Und eine schöne Kamille. Ja, Wermut. Wermut ist teuer. Den immer einpacken. Okay, Charisma immer noch nicht. Vielleicht für die Leute nochmal zugucken. Ich habe vielleicht ein bisschen schnell gerade gemacht. Fertigkeiten. Ich habe Kräuterkunde auf 5 gebracht und bin ein Blumenkind. Das heißt, wenn du genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hast, erhältst du einen Bonus von 2 Punkten auf Charisma. Habe ich jetzt nicht. Also habe ich nicht genug im Inventar. Und da ist auf jeden Fall irgendwie. Ich weiß nicht, was sie noch bedeutet. Da ist so eine Ringelblume, die will ich haben. Hier ist auch noch. Oh, hier.
Die nehmen wir mal. Ja, Third Person, das weiß ich immer nicht. Also, nee, hast du glaube ich nicht. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Immer noch nicht. Ich hab's beim Video angucken. Minze, Minze ist so gut. Minze riecht doch. Minze ist doch geil. Nimm doch mal einen Löwenzahn mit. Ja, was soll's? Es wäre geil, wenn wir den Bonus halt hätten. Weil irgendwie richtig kacke, wenn es nicht so ist. Naja, dann würde ich sagen, wir müssen noch ein paar Blümchen verkaufen. Und dann holen wir uns noch das Hemd. Gut. Auch die Musik ist ganz cool, ne? Hier. Kann ich? Ich hab's nicht. Die sehen so aus wie dieses Wermutzeug, aber irgendwie ist es kein Wermut. Scheiß Löwenzahn. Was haben wir hier? Salbei? Ist das schon genug? Jetzt haben wir, jetzt ist genug drin. Okay. Also wir müssen schon eine Ecke an Sachen drin haben. Was haben wir denn drin? Kamille, Löwenzahn, 14 Regelblumen. Guck, das ist ein Salbei, 9 Stück. Aber Salbei, guckt an, 1,2. Und Wermut, 2,2. Also, das haben wir an Kohle. Wir haben 55 ungefähr und wir brauchen 106 oder so. Dann könnten wir uns das Hemd leisten. Vielleicht können wir noch ein bisschen runterfeilschen. Ja, die Brinsel anpackt. Er ist voll der harte Typ. Kräuterkunde. Und umso höher Kräuterkunde ist, umso mehr Pflanzen können wir zupfen auf einmal. Ach, guck mal, wie die, wenn er gegenlatscht. Gute Entscheidung ohne Cam, sehr schön. Ja, ich glaube, bei dem Spiel ist es auch gar nicht verkehrt, oder? Bei so Horror Games finde ich das recht gut, weil eine Reaction da ist. Aber ich würde jetzt auch mal ein bisschen sammeln hier. Frage auch, ob es wichtig ist, ob man so unterschiedliche Pflanzen haben braucht. Also Kräuter. Oder not. Genau, mein Gesicht lenkt nicht ab. Die Kackfratze. Baldrian, nur für mich. Regenblümchen. Auf jeden Fall kann man sich hier gut beschäftigen mit Kräuter sammeln. Also das wird. So war es nicht gemeint, Ulrich. Ja? Wir brauchen hier ein paar Follower, sodass ich hier so ein kleines eigenes Icon habe. Für Abonnenten. Könnte man überall so Zockermann machen. Wäre der Hammer. Und hier die gute Kamille. Was mich jetzt noch interessiert, ob ich direkt schon was mischen kann, aber da. Ja, ist auch voll. Ja, ist ja oberspannend, ne? Hier zu gucken. Aber es ist halt das Spiel, ne? Wenn man hier mal einen Fortschritt haben will, dann muss man die Sachen hochleveln. Ich will Gold haben und mir. Ah, ich glaube, so ein Hemd hole ich mir noch nicht. Ich gucke halt später, aber so habe ich schon mal ein bisschen
Gold auf Tisch. So, und jetzt wollen wir uns ja mit den Jungs auch noch treffen. Wir beide ran auf der Straße. Hier liegt das pure Gold auf der Straße. Die Groschen, die wachsen hier so. Mal gucken wir mal, was wir jetzt so gesammelt haben. 14 Brennnesseln, alles klar. Echt? Wermut nur ein, okay. Minze, Löwenzahn. Baldrian, 28. So, dann gehen wir nochmal zur Händlerin. Sei gegrüßt, Heinrich. Ja, hallo. Lasst uns handeln, jawohl. So, ich möchte verkaufen. Ich möchte verkaufen Sonstiges. Ich möchte Baldrian verkaufen. Und wir wollen alles. So. Brennnessel. Alles. Kamille. Erstmal den Wermut auf jeden Fall. Salbei. Hauen wir auch weg. Regelblume. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Löwenzahn. Damit wir noch diesen Bonus haben, ne? Wir müssen ja mit ein bisschen Blume müssen wir ja rumlaufen. Ich mache erstmal so. Okay, der Händler hat gar nicht mehr so. Warte, was kriegen wir denn jetzt hier? Du erhältst 15. Okay, wir wollen aber feilschen. Besprechen wir den Preis. Ah. Selbstverständlich. So, und ich möchte 17 haben. Hm. Weil du es bist. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Okay, auf 16 geht's ja. Dann gehen wir auf 16,5. Ah, nee, wir gehen auf 16, komm. Aber noch ein halben Groschen rausgehauen. Na gut, einverstanden. Ich bin zufrieden, sie ist zufrieden, alle sind mal glücklich. Gut. Ach halt, warte mal, hat sie denn vielleicht neue Ware? Die kommt sogar nach vorne, guck mal. Das wollte ich nochmal checken. Was dieses verkaufen hat. Ne, kaufen. Waffen. Rüstung. Ah, das war das hier. Was ist denn das hier? Eine geführte Jacke ist eine schöne Oberbekleidung für Städter. Dieses Exemplar ist mit hübschen Knöpfen versehen. Hübsche Knöpfe, guck ein. Oh, Auffälligkeit. Ah, Geräusche, Charisma. So. Was sieht wie das hier aus? Okay, alte Stiefel. Was ist mit meinem Hemd los? Leinenhemd sind die elementaren Kleidungsstücke der Reichen und Armen gleichermaßen. Okay. Huch. Ja. Was ist denn? Okay. So, ich muss mal ganz kurz hier pausieren. Bin gleich wieder da. Ich krieg mich gerade einen Anruf. So, da ist er wieder. So eine richtige Mittelalter-Lebens-Sim. Ja, stimmt. Also soll auch alles sehr naturgetreu sein, also auch so geschichtlich. Die haben sich wohl sogar Kopf gemacht, wie die gepennt haben früher. So ein Bett, das war gar nicht vorgesehen für normale Leute. Die hatten meistens eine Bank oder lagen im Stroh im Stall und so ein Scheiß. Also so Betten gab's so gar nicht. Außer für die Rich Peoples in the House. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Kohle auf Tasche. Wollen wir mal ausprobieren? Wo steht denn das? Hier unten 70. Gucke mal.
Was darf's sein? Hier mal hin. Nein, nee, ich klaue das sicher dann. Hier. Und danke für den Ein. Wir kaufen mal so ein Schneiderding. So ein Flickding. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch, mein Freund. So, guck mal. Kleines Schneider-Set. Und das hier? Und eine Schere enthält, okay. Guck mal, es kostet auch 100 Dinger. Aber wir könnten erstmal ein kleines nehmen, um zu gucken. Nur mal, um zu testen. So, dann feilschen wir noch eine Runde mit dem Kollegen. Guck mal auf dein Handy, mache ich. Lässt sich was am Preis machen? Ziemlich cool. Warum nicht? Okay. Ich zahle... Was kann ich für dich tun? 28. Mal gucken, was er sagt. Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Oh, Redekunst gesteigert, Abfahrt. Oh, guck mal, da ist aber gleich wütend geworden. Komm, 30 ist okay. Ich wusste, wir werden uns einig. Na, schon fett, ne? Und einen dicken Fernseher da zu gucken. So, das haben wir ein Schneider-Set. Das können wir gleich mal testen. So, warte mal. Achso. Anwenden. Oh, der Kaputtenschlag geht auch nicht. Machen wir das mal hier. Zu beschädigt. Ach so. Komplett im Eimer. Dann mache ich die Hose mal heile. Und mal gucken, ob wir da was lernen wenigstens. Okay. Das heißt, wir müssen unsere Sachen im Auge behalten. So. Und das geht dann so nach und nach kaputt, okay. Okay. Schade, schade. Okay, dann gehen wir nochmal zu den Jungs hin, würde ich sagen. Und checken die Lage. Wir sollten ja... Achso, Redekunst ist ja auch hochgegangen. Dann wollte ich jetzt mal gucken. Was das bedeutet? Hochwohl geboren, aha. Charisma. Jetzt haben wir nur 4 Charisma. Siehst du, das bringt. Ach, halt. Was bedeutet Charisma überhaupt? Was sag ich davon? Charisma gibt an, wie gut du andere beeindrucken kannst. Allein mit Reden stößt du schnell an deine Grenzen, aber schicke Kleidung und Ornamente können dir das gewisse Etwas verleihen, das dir noch gefehlt hat. Der Gesamtwert deines Charismas setzt sich aus dem durchschnittlichen Charisma-Wert aller sichtbaren Kleidungsstücke zusammen, die du trägst. Zudem wird der Wert davon beeinflusst, wie sauber, dreckig oder blutverschmiert deine Kleidung ist. Es könnte sich also lohnen, hin und wieder das Badehaus aufzusuchen oder dich zumindest in einem Trog waschen. Okay, aktuell 4. Das heißt, wäre halt geil, wenn wir genug Blumen haben. Damit wir die Leute beeindrucken. Weil wir coole Typen sind. Das hier. Baldwin. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Na, das ist halt... Können wir mal nachgucken? Nee, reicht doch nicht. Naja, verkehrt ist es nicht. Wir leveln dann ja auch gleichzeitig hoch. Sammeln gleich mehr Blumen ein mit einmal. So, wir gucken nochmal. Nein. So, halbe Dinge voll haben, wa? So viel, dass aus Taschen rausguckt.
Und wieder neue Stufe erreicht. Alter, weiter. Kamille. So, wir gucken nochmal. Jetzt haben wir hier noch wunderbar. Wie viel Kamille haben wir? 6, gut. Waldrian 10, Löwenzahn. Mhm. Alles klar, okay, dann werden wir nochmal mit den Jungs ein bisschen quatschen. Damit es hier vorangeht. Es ist irgendwie total entspannt im Zugucken. Die Deutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Letztes Mal haben wir gleich gesagt, saubere Arbeit mit dem Haus. Deswegen machen wir jetzt mal das Erste. Mal gucken, was dann passiert. Gut, dass uns Johanka gewarnt hat. Das kreuzbrave Mädel. Ein Wunder, dass sie uns den Büttel nicht auf den Hals gehetzt hat. Sie muss Matthias gesehen haben. Was genau meinst du? Weil er auf sie steht. Und ich glaube, er gefällt ihr auch ganz gut. Schnauze, du Holzkopf. Naja, saubere Arbeit, ne? Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Okay, das hat sich erledigt. Jetzt gucken wir mal kurz in den Journal. Was ist? Jetzt müssen wir noch das Bierchen. Jetzt können wir noch das Bierchen holen und dann geht's wieder hoch. Und dann können wir hier weitermachen. Na, Kuhnisch hat er gut einen abgekriegt. So Oberlappen gewesen. Haben wir ein paar Bomben verteilt, aber gut. Ich habe auch ein Hühnchen hier platt gemacht, ne? Wisst ihr das noch? Okay, jetzt hier die bringen, Alter. Hier los, hallo. Oh, Alter, hart am Clown hier, wa? Okay, schnell raus hier. Wo ich verpfiffen werde. Oh, 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 Privaträume. Jü, hallo. Gott Schätze. Sei mit dir, Heinrich. Ja, ja. Ich möchte mit dir reden. Auf zu arbeiten. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Deine betörenden Lippen. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Lasst uns handeln. Was hat Nils im Angebot? Komm mal gucken. Leben im Wirtshaus, was ist das denn? Aha. Guck an. Huh! Gern geschehen. Das wollte ich nicht. Du siehst aus wie ein dahergelaufener Wilder. Ich würde mal rüber werden hier. So, ich würde sagen, wir kaufen uns das Büchlein, wa? Gucken, was wir damit machen können. Sonstiges Verband. Okay. Ach, mit der kann man sich ja gut handeln, mit der alten. Was haben wir noch an Kohle? Können wir sogar leisten, wa? Ja, ich weiß ja jetzt nicht. Naja, wir warten mal ab. Wir kaufen das noch nicht, aber das kaufen wir auf jeden Fall. Ich will mal gucken. So, was können wir verkaufen? Wollen wir kackfrech den Met anbieten? Natürlich wollen wir die falsch mit einem.
Mit unserer Freundin? Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Na, sag mal. So, ich möchte 35 zahlen, Schätzelein. Das Buch ist so teuer. Oder 34. 3 Groschen weniger? Ja. Einverstanden? Machst du da wieder gut? Ich fast einschlagen. Fast. Oh. Oh, ist aber schon eine Piste, ne, die Alte? Komm, 35. In Ordnung. Oh, hat sie gemacht? Lesen war im Mittelalter eine seltene Kunst, die ein gewöhnlicher Schmiede so nicht besaß. Du kannst dein Buch öffnen und versuchen, die Glyphen zu entziffern, aber letztendlich wirst du jemanden aussuchen müssen, der dir zumindest die Grundlagen des Lesens beibringen kann. Wer weiß, womöglich stellt sich die Kunst des Lesens... Bla bla, Sprache und Literatur. Halt! Wo bist du? Die flitzt ja rum hier, du. Ich muss ja noch ein Bier mitbringen, vom Alten. Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Einen Krug, wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Du hast gelernt, Chroniken. Ist jetzt Abbierung hier, oder was? Ah, hier ist das Bier? Ja, bitte. Ach so, hat sie geholt. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Und trinken hin, Anna. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Aber so lange macht die Alte. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Ich kann nicht lesen, nee. Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ja. Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. So, ha. Damit kann ich speichern. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Okay, da steht's. Gucke, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests, wenn du stehst und wenn du das Spiel verlässt. Ja, wenn ich das Spiel verlasse, dachte, dann wäre es cool. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Mhm. So, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal kurz Sonstiges. Dann gucken wir uns mal lesen. Gucken, was da so steht. Was? Das Leben mit im Wirtshaus. Nee, lernen? Ach, trödel nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Okay. Ja, aber lernen, was ist los hier, ne? Warum denn auch? Dafür dufte ich gut. Noch schnell zurück zu Papa. Warte mal, ich habe Chroniken gelernt. Wo war das? Kodex? Chroniken? Seit frühesten Zeit oblag es den gebildeten Mitgliedern des Hofes oder spirituellen Führern, Chroniken zu verfassen. Blabla. Okay, da wollen wir es mal nicht alles lesen hier, sonst wäre hier Ende. Also mal schnell zurück zu Papa. Machen wir da mal weiter, wenn wir auch Stand hier, Leute. Ja, so ist das. Ich gehört dazu, ne? Ja, achso, was hast du in Kuttenberg gemacht? Stimmt, da hat die Mutter gefragt. Ich werde das nochmal machen. Was hast du eigentlich in Kuttenberg gemacht? Kennen wir ja schon. Ah, alles Mögliche. Dort musste man überall mit anpacken, wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Aber ich war dem Eisen nie fern. Ich würde Kuttenberg gerne einmal sehen. Ich nehme dich einmal mit, keine Sorge. Leck mich am Arsch, ist eine wir werden gehostet. Stadt. Aber irgendwann wird Tolo, einem danke klar, für den Host. Dass der beste Ort hier ist, an der Sasau. Wir haben gütige Adelige und fruchtbaren Boden. Und kennst du Herrn Ratzig gut? Ja, wir kennen uns schon sehr lange.
Hey, Tonno! Hier, die Sachen, die ihr wolltet. Wurde auch Zeit. Ganz viele Guppies. Hast du alles, worum ich dich bat? Adele. Adele kocht das Kind. So, dann wollen wir mal loslegen. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Alles klar bei euch? Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasol da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Augenöffner. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Irgendwer folgt mir. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Tüdelü, Tonno. Nein, weiß ich nicht. Schätze mal, viel Spaß auf Schicht. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein.
Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. So. Da will ich hier kurz zwischenhaken. Ich werde für die Leute bei YouTube, die jetzt hier einschalten, da unten verlinken, auf welcher Zeit es denn mit der Story quasi weitergeht. Es wäre jetzt. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge. Heinrich, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wichtig ist, dir geht's mir mal gut. Kann ich anquatschen? Nö. Oh, ein bisschen Kamille sammeln. Damit wir duften, duften wir überhaupt noch. Wir duften noch Charisma 6, jawohl. So, jetzt habe ich natürlich wieder verpeilt, was er gesagt hat. Ding hier irgendwo in der Kiste, ne? Sagt er. Irgendeine Kiste. Hier in der? Nägel für Theresa, ja. Ringelblumenaufguss mitnehmen. Ich nehme alles mit. Oh, hier, Alter. Hier hängt noch viel rum. Da Brötchen, alles da. Können wir hier brauchen? Ein paar Äpfel. Apple Day gibt's a Dr. Ray. Ja, weiß nicht, das Haus, vielleicht ist das Haus die Scheune. So wie das hier aussieht, ey. Warte mal, können wir da vielleicht was reinpacken jetzt? In den Topf geben, warte mal. Und du? Nix. Mama! Was machst du da? Oh, pass auf, wo du hingehst. Ja, ist ja gut. Ich wollte mal zugucken. Vielleicht ist hier noch was, was wir brauchen können. Reden! Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, Anna, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Dann zeig mal. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Der stellt sich an. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht.
Sein Handwerk zu erlernen, wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Oh, oh, oh. Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Oh, geht voll ab jetzt. Zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore Bewegt schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Mach das Tor.
schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Schnapp dir ein Pferd und reite nach Teilberg! Sag ihnen, was kommt! Du musst sie warnen! Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Alter Walter, wa? Das war ja mal mega geil. Spiel gespeichert, so, Alter. Soll abhauen, hat er gesagt, ne? Können wir uns gleich drüber unterhalten, wie geil das da war? Klicken Loot, ja, Braveheart oder Robin Hood mäßig. Finde ich auch. Oh, die ganzen schönen Blumen hier. So, kurz stehen bleiben. Und weiter geht's. Oh, Alter. Wie heftig das gewesen sein muss, ey. Was ist denn da los? Oh, Alter, warte. Reiten. Bewegung, wie hast du die? Der Trab ist die Standardgeschwindigkeit des Pferdes. Feststellen, der Trab gibt deinem Pferd die Gelegenheit, sich zu erholen. Okay. W plus umschalten. Der Kanter kombiniert idealerweise eine höhere Geschwindigkeit mit einer Schonung der Pferdeausdauer. Das müsst ihr ein bisschen über Pferde Bescheid wissen. Okay, dein Pferd ist klüger als manch ein Mensch und bleibt auf dem vorgegebenen Pfad, wenn du die Zügel schleifen lässt. Na, okay. Kantere einfach und störe nicht. Ja, bla bla. Die Ausdauerindikator deines Pferdes, okay. Und ich hab dann auch, alles klar, geht beides runter. Beide Ausdauerdinger. Ja, klickt da nicht direkt. Ja, das war ein bisschen heftig jetzt gewesen, Alter, wenn sie auch noch hier Schändet hätten. So, was ist los hier? Oh, Alter, da, aber hier, wir, apropos Schänden, guck dir das an, Alter. Geht voll ab hier. Komm her, ja, ihr Lappen. Oh, Alter. Oh, Alter. Das hat er mir gegeben. Oh, Scheiße, Alter. Scheiße. Kann ich reiten? Wie reite ich? X, aufsitzen! Sitz auf! Laufe! Nicht blute, super. Alter, was ist los hier, Alter? Das ist gar nicht so einfach. Leute, das ist nicht einfach. Ja, die haben die Alte da angegrabt. Warte, ich mach doch jetzt hier, ich bin doch schneller. Was ist denn los? Jetzt? Oh, ich hab's geschafft, oder was? Nehmen Sie wieder Mongo, ja? Okay, was jetzt? Lass ihn machen, du hast einen Auftrag, ja. Aber es geht ja auch nicht, ne? Jetzt, hallo? Achso. Boah! Schwere Verletzung im Körper, dann schränkt nämlich keinen Schlag ein. Oh, Alter. Oh, Alter! Wie sie mir das machen? Ja, Alter, der hat mich voll. Ich bin draufgegangen. Fortfahren. Hammer, Alter. Spiel nicht den Helden, ja. Ich glaube, ich habe das beschissenste Pferd rausgeholt. Ach, jetzt geht's hier wieder weiter. Okay, Leute. Leider Gottes muss ich kurz an dieser Stelle den Stream unterbrechen.
weil ich muss jetzt was essen. Und wenn das gerade ein Speicherpunkt ist, umso besser. Ja. Oh, da, guck mal, wie ausweicht der ganz easy. Kriegst du ja aus... auf eine Mütze, du Penner. Okay, folgendes. So, Leute, ich sag nochmal so. Vielen Dank erstmal fürs Einschalten. Eventuell streame ich nachher nochmal weiter. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Stream oder bei YouTube. Und hast du nicht gesehen. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal hier kurz Feierabend machen. Ich muss das nutzen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Das Stream wurde unterbrochen. Wir spielen hier gleich weiter. Wir haben probiert abzuhauen. Hat nicht, warte mal hier, hat nicht gleich geklappt. Also wir müssen sofort die Beine in die Hand nehmen. Ihr habt es ja gesehen vorhin noch, da war gleich ein Ritter. Und wollte uns nass machen. Aber ich würde vorschlagen, wir werden trotzdem noch versuchen, die Alte so ein bisschen zu retten. Okay, kurz warten. Zumindest Ablenkung. Ablenkungsmäßig was machen. Sprich, einfach mal hart probieren. Ob's hinhaut. Okay, Bewegung. Reiten, ja. Folg einfach, ach, Umschalt gedrückt lassen. Ich war vorhin wieder so durch Wind. W, Umschalt, Umschalt, glaubst du, ist schneller als das Gangart. Umschalt, Umschalt, okay. Ach, zweimal Umschalt. Ah, okay. Umschalt, Umschalt. Okay. Umschalt, Umschalt. Ich habe immer nur Umschalt gedrückt. Das kann, daran kannst du nicht liegen. So, er ist aber ganz schnell. Gleich abhauen hier, komm. Ah, ja, ja. Jetzt macht das, jetzt macht das. Alter, ist das. Das ist nicht einfach. Aber soll uns nicht stören. Okay, sind wir schon mal beim ersten raus. Jetzt wird es kritisch, weil jetzt kommen die Bogenschützen. Oh, Alter, volles Bein. Also ich hoffe, wir schaffen's. Ich hoffe. Okay, okay, jetzt haben wir. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir, sind wir schneller als vorhin. Ich hoffe. Wir kommen hier weg. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade richtig laufe, Alter. Lauf einfach mal hier lang. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Entlang des Baches, okay. Da lang, okay. Würde ich jetzt. Lauf. Ja, ja, lauf, lauf weiter. Kann ich umdrehen? Oh ja, da sitzt er. Alter, Alter. Lauf. Lauf. Lauf du auch, Alter. Jetzt tust du mir leid. Hast du Platte gemacht? Nee, die scheißen drauf. Gut. Oh, Alter. Die Ausdauer ist gleich weg. Okay, kurz warten. Oh, Alter, krieg ich natürlich gleich voll ab, Alter. Flieht, ihr Narren! Fahrt die anderen! Sie brennt gar nichts nieder! Oh, Alter. Oh, bitte lass mich's packen, Mann! Lauf, Jesus! Ja.
kann nicht so lange hier rumeiern, Alter. Weil die machen mich richtig fertig jetzt. Oh, bitte, Alter, komm. Lauf, lauf, lauf. Da ist es. Komm, komm, halt durch. Ja. Hier, hier. Alles raus. Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Hanjo, Fuß und Kinder! Seht mal, sie ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor! Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise.
Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Aufgabe abgeschlossen, meine Freunde. Wir sollen mit Herrn Robert sprechen. Robert. Ich habe ein Bett hier, das ist aber schön. Ist mal viel besser als zu Hause. Und einen Bäcker gibt's hier auch. No, dann warten wir mal die Pausen ab, wa? So, Spiel gespeichert, okay. Ah, es geht wieder hoch. Wunderbar. Meine Güte. Passiert mich hinterher, Latschi. Hallo. Oh, ich bin in einem privaten Bereich. Alles klar. Was ist nur mit diesem Schmied? Er lässt sich entschuldigen, Herr. Er kann morgen leider nicht kommen. Er hat frühestens übermorgen Vormittag Zeit. Wir lauschen mal. Nun, ich schätze, so lange kann es noch warten. Gib ihm Bescheid. Das werde ich, Herr. Hallo. Hat die Kacke jetzt am Dampfen, ne? Oh. Muss essen. Muss essen. Auch Schloss knacken. Leicht. Mal ein bisschen hier rum. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die hier so eine Burg einnehmen können, ne? Wir wollen hier reinkommen. Ohne schweres Gerät. Mit Leitern vielleicht, ja. Oh, ich bin im privaten Bereich, Alter. Darf ich nirgendwo rein? Das ist meine Ausdauer so weit unten. Weil ich müde bin. Herr Robert, dann sprechen wir mit dem. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Okay. Mann, hab ich Hunger. Ja, Mann. Ernst? Wo ist die, verstehe nicht, was passiert ist. Wo ist die Küche? Bäcker, ich schätze mal, das ist das, was ist das denn? Aktivitätengeber, okay. Unerforschter Ohr, das heißt, da könnten wir auch noch hin. Gut. Boah, Alter, wieder. Ist ein großzügiger und guter Mensch. Wir kümmern uns um dich, bis alles vorbei ist. Du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen, und das werden wir nicht vergessen. Hier, gleich zusammenbricht hier, Alter. Ruhiger werden. Gehen wir was essen? Hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Oh, Bojena! Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Schau, das Glück ist nicht hier. Was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Hab ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und na, etwas Wein zum Runterspülen? Natürlich. Hab Dank. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herr. Du gehört. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja.
Hab Dank, Herren. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Ist dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herren. Gute Nacht. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Gut, du hast gelernt, Küche. Es gibt auch Küchen. Ist gut, hier, komm, Alter, jetzt aber Linsenbrei. Hau rein, Alter. Wo ist er? Erstmal ein Apfel, hau mal rein, hier, Alter. Seite 2, halt ja toll. Ein Brötchen. Wo ist denn Linsensuppe? Hallo? Hier, Nahrung. Wo sehe ich nicht, wie satt mich das macht? Energie 2, Sat hat 9, ja super. Was ist das? Heilt binnen eine Minute leichte Wunden oder die Auswirkung eines Katers. Aha, geil. Oh hier, Bratenente. Nahrungsmittel, okay. Wein. Wir müssen alles einpacken hier. Alter, wie viel da fressen muss, ne? Käse schließt den Magen. Du bist aus Skalitz geflüchtet? Ja. Wie hast du das geschafft? Meine Hand genommen und abgehauen. Brötchen. Sattheit 7, gebraten Ende 26, Energie minus 6, ja. Redekunst 1, wieso? Gesundheit 2, ah. Alkohol, Haltbarkeit, unendlich, ja, ja. 5 Tage, 2 Tage. Kann man sehen noch rein hier? Oh, würde ich sagen, es war satt, oder? Was ist denn hier? Ja, hallöchen. Herrje. Mal ein bisschen flirten. Wir haben es ja drauf, wir haben ein paar Blumen in der Tasche. Es war schrecklich. Guck mal, Siegesmund kam mit seiner Streitmacht. Oh, da läuft die Zeit ab. Es war ein sonniger Tag, bis Siegesmund mit seiner Armee kam. Hammer. Ich sah ihn da sitzen mit seinem roten Bart und dem hochmütigen Blick, als er den Angriff befahl. Oh, nein. Schlüsselburg, aber meine Eltern wurden getötet. Ach, das heißt, ich laufe die Zeit nicht ab. Warte mal, jetzt habe ich drauf geguckt. Scheiße. Schafft es nicht in Burg. Weil da plus 1 kommen. Oder dann begann das Gemetzel. Das Gemetzel begann. Sie streckten jeden nieder, der nicht zur Burg geflohen war, und zerstörten alles. Die Schreie der Verwundeten und Sterbenden werde ich nie vergessen. Durch ein Wunder gelang es mir, eins ihrer Pferde zu stehlen und hierher zu retten. Wie fürchterlich. Alle Heiligen müssen über dich gewacht haben, um dich am Leben zu halten. Aber nun bist du sicher. Korrekte Mundo. Oh, Alter, der wird müde hier. Guck mal. Wo ist mein Bett? Warte, müssen wir mal gucken. Okay, Wachstube auf dem Vorplatz, also zu A. Alter, guck mal, wie der wegnickt. Alter, wenn er müde wird, dann ist Ende hier. Wo ist denn die Wachstube? Kann ich so lang gucken. Ist das die hier? Hier. Scheint so, ne? Okay, wenn du müde bist, verringert sich eigentlich deine Ausdauer und Redekunst. Ach, deswegen. Das ist bei mir auch so. Schlaf ist die Lösung, such dir ein freies Bett. Du erkennst das anhand des Symbols auf den Kompass.
und schlafen. Na los. Wollen wir knacken? Wie lange möchtest du? Weiß nicht. Was haben wir jetzt? Achso, 20 Uhr? Oder 5 Uhr ist eine gute Zeit, oder? Ja, komm, 5 Uhr ist gut. Dann ist wieder hell. Oh, und dann geh ich schon wieder 100 haben hier nach 9 Stunden. Wir machen mal 4 Uhr, komm. Was mit dem Speichern, das finde ich jetzt ein bisschen, wenn ich geschlafen habe, okay. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Wächst der Bart? Ich bin es, Heinrich. Oh, Hallöchen. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herr. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht. Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herr. Will ich mich klar machen? Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Jo. Na ja, klar, labern wir darüber. Was ist denn los? Du könntest recht haben, Herren. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Plus 4. Ich trieb Schulden ein. Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kuhne blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich reden über das Leben. Herr Ratzig begutachte das Schwert. Ich habe heimlich mit dem Schwert geübt. Wir machen das wieder. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ein riesiges Heer hatte sich versammelt. Kumanen in Sigismund-Armee, dann machen wir das jetzt. Sigismunds Reiterei bestand aus Kumanen. Das sind teuflische Barbaren aus dem Osten, ohne Respekt vor den Regeln des Krieges. Ach, scheiße, die hätte mehr. Allein, dass er solche in seinen Reihen dulde, zeigt, was für ein Tyrann er ist. Nun, ich weiß nicht. Und dann brach der Tod über Skalitz herein.
Ich sah, wie sie meine Bianca töteten. Sie töteten meine Eltern. Bianca. Ich blickte zur Schenke hinab und sah, wie eine Gruppe Kumanen meine Bianca hetzte und gnadenlos erschlug. Es gab nichts, was ich hätte tun können. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Sie ist nun bei Gott. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Thalmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich brauchte ein Pferd. Ja, machen wir das. Da bin ich besser. Ich brauchte ein Pferd, um nach Thalmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Du hast gelernt, Frauen im Mittelalter. Hm? Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen
und dich schlafen lassen. Oh, Lüssel ist denn hier? Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Schuhe aus. Das war mal ein schöner Traum. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Okay, begib dich über die Treppe am Tor zum Wehrgang. Spiel gespeichert, okay. Nimm die Fackel vom Tisch. Der Schatz befindet sich. Was? Warte, wenn du bei Nachtlicht brauchst, halte I gedrückt, um eine Fackel zu benutzen. Okay, falls du jedoch deine linke Hand frei haben willst, dann nimm einen Trank des Nachtfalken zu dir, um in der Nacht sehen zu können. Okay. Warte, hier gerade einer. Das ist kein Dietrich, ja. Hat er nicht gerade der Schatz befindet sich? Hallo? Okay. Wo soll ich hin? Da oben, ne? Hier hoch, ich glaube hier hoch, ja. Mach ich. Ich komme. Einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Quatschen wir ihn mal an, wa? Was ist hier los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Tallenberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Devisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzich ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Okay. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Devisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht.
Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier im Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathay ist nicht mehr rein. Okay, Schlacht bei Nikopolis haben wir gelernt. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und hallo. Wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Verstanden. So. Dann will ich doch mal... Auf ein Wort! Jo. Also bevor wir mit dem jungen Mann hier quatschen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann bei YouTube in Folge 3, ansonsten im nächsten Stream. Wird ja schon recht interessant hier. Verdammt geiles Game. Sieht verdammt geil aus, verdammt geile Story. Der Oberhammer. Also mir macht es viel Spaß. Ja, ich komme. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, eure Zockermane. Vergesst das Abo nicht. Und den Like. Und einen Kommentar.